Servus, heute geht's um die richtige Ernährung für Muskelmasse und Kraftaufbau. Viel Spaß! So, gerade bei YouTube gibt es ja eigentlich schon massig Informationen, was dieses Thema angeht. Da ich selber aber trotzdem immer wieder gefragt werde und jetzt gerade nach dem Training ist die Frage wieder aufgekommen, wie ich das halt mache, will ich euch mal erklären, woraus es halt wirklich ankommt und gerade die meisten Anfänger und auch Fortgeschrittenen oder etwas Fortgeschritteneren machen sich halt einfach viel zu viel Gedanken und wollen irgendwie den heiligen Gral daraus finden, ein Wundermittel finden und ich glaube, das Schlimmste ist halt eher auch, das Wundermittel zu finden und das gibt's halt einfach nicht. Ich sehe immer wieder, da wird sich mit Supplements eingepackt und da will man sich da einen Vorteil aus dem Ding und das ausprobieren und am Ende bringt es eigentlich gar nichts. Wichtig ist, dass ihr genug Nährstoffe durch eure Ernährung reinbekommt, das heißt genug Eiweiß, genug Kohlenhydrate und Fett. Ein Supplement benutze ich selber nur Kreatin, ca. 3-5 Gramm am Tag, erhöhte ATP und so weiter. Fertig, muss man mehr nicht drüber wissen. Macht mal einfach Protein, ja, wird einfach dafür benutzt, um sich das alles ein bisschen leichter zu machen, gerade die großen Eiweißmengen leichter reinzubekommen, weil 2 Kilo Rindersteak sind erstens mal nicht günstig am Tag und macht auch nicht so viel Spaß, das immer wieder in sich reinzuballern. Ja, wenn ihr das mit Ernährung allein schafft, ist das natürlich eigentlich noch besser. Ich persönlich mache mir halt immer solche Masse-Shakes, könnt ihr auch auf meinem Channel sehen. Mit gerade nach dem Training halt Protein, bisschen Mehl rein, bisschen Zucker, Instant Haferflocken, also viel Kohlenhydrate und Eiweiß rein und fertig. So, das macht es halt einfach ein bisschen leichter und es geht aber schneller. Wenn man nicht viel Zeit hat, funktioniert das auch. Die Hauptquelle sollte natürlich an Nährstoffen aus normaler Nahrung kommen. Am besten eben unverarbeitete Nahrung. Ansonsten Multivitaminpräparate machen noch Sinn. Multivitamin und Vitamin C, Zink auch noch gut. Einfach um das Immunsystem ein bisschen am Laufen zu halten, denn wer hart trainiert und an seine Leistungsgrenzen geht, der schwächt sein Immunsystem auch extrem und gerade nach dem Training ist man sehr, sehr anfällig. Um sich halt irgendwas einzufangen. So, da muss man sich's auch nicht sehr schwer machen und nach was weiß ich für Pläne essen. Ihr müsst halt einfach gucken, ca. 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht. Am besten halt mehrfach ungesättigte Fettsäuren, so viel es geht. Eiweiß ca. 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht und der Rest einfach durch Kohlenhydrate und am besten eben durch langkettige Kohlenhydrate in Form von Reis, Kartoffeln und so weiter. Wenn ihr jetzt nicht stärker werdet und nicht zunimmt, dann haut ihr einfach die Kohlenhydrate höher und dann guckt ihr halt, wie ihr ja, Woche zu Woche halt zunimmt. Wenn ihr halt irgendwie pro Woche 2 Kilo zunimmt, dann könnt ihr die Kohlenhydrate ein bisschen runterregeln. Das ist natürlich jetzt jeder auch ein bisschen anders da. Also ich für meinen Teil ist, wenn ich Kraft und Masse aufbauen will, dann fresse ich einfach nur in mich rein, so viel es geht. Anhand dieser Formel so ungefähr, ja. Mal ein bisschen mehr Fett da, ein bisschen weniger Kohlenhydrate da, schadet auch nicht. Mir ist aber wichtig, halt genug Kohlenhydrate auf jeden Fall reinzubekommen, weil ich dann halt mehr Energie habe. Und wer sehr viel Sport macht, also ich mache ja zusätzlich zum Krafttraining auch noch andere Sport, da ist es einfach wichtig, genug Kohlenhydrate zu haben, um auch überhaupt die nötige Leistung und Energie zu bringen. So. Wenn ihr jetzt jemand seid, der schnell Fett zunimmt, dann müsst ihr halt natürlich da ein bisschen regulieren. Dann guckt ihr, dass ihr als Anfänger könnt ihr ungefähr einschätzen, ein halbes Kilo pro Woche, das kommt ungefähr hin. Wenn ihr weiter drüber seid, dann müsst ihr natürlich die Kohlenhydrate ein bisschen runterregeln. Und wenn es euch schwerfällt zuzunehmen, auch an Fett, dann ballert einfach in euch rein, so viel es geht. Also ich achte auch nicht drauf, ich zähle da keine Kalorien. Ich baller einfach in mich rein, bis ich kurz vorm Platzen bin und dafür benutzt man dann auch ab und zu mal solche Masse-Shakes, wie ich halt bei mir im Channel habe, weil es damit einfach leichter ist. Also die ganzen Nährstoffe ein bisschen komprimierter, man muss nicht so viel essen. Damit könnt ihr es euch leichter machen. Ja, am Ende kommt es einfach nur darauf an, genug zu essen.
Und nach Möglichkeit halt nicht zu viel zu essen, um nicht irgendwie zu fett zu rennen, weil wer irgendwie ein Kilo Muskeln dann im Monat aufgebaut hat und 5 Kilo Fett dazu, ist halt auch nicht Sinn der Sache. Ein bisschen Fett aufbauen, sollte aber auch keine Angst vor haben. Also wenn das Ziel ist, Kraft und Masse aufzubauen, dann macht ihr euch so viel harte Arbeit damit kaputt, wenn ihr einfach zu oft ja, unter eurem Verbrauch seid oder einfach nur viel zu knapp drüber. Also gerade ich für meinen Teil habe auch gesehen, wenn ich richtig reingeschaufelt habe, dann habe ich halt auch richtig krasse Fortschritte gemacht und das in kurzer Zeit. Und manchmal hing ich da 2 Monate lang und da ist nicht viel passiert. Einfach weil ich es nicht geschafft habe, genug in mich reinzufressen, ja. So, das Ding ist, Muskeln aufbauen, gerade ja, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, ist einfach so viel extrem schwerer, wie Fett abzubauen, ja. Und macht euch da nicht eure Fortschritte kaputt, indem ihr Angst habt, irgendwie fett zu werden, sondern guckt halt, dass ihr das ein bisschen geregelt macht. Wie gesagt, 0,5 Kilogramm pro Woche, das ist in Ordnung. Und da ist auch immer ein bisschen Fett dabei, das muss aber auch so sein, ja. Ohne 1 Gramm Fett zuzunehmen, werdet ihr auch ganz, ganz schwer an Kraft und Muskelmasse zunehmen. So, das Ding ist, als Fortgeschrittener, da ist man schon über 1 bis 2 Kilogramm im Jahr an Muskulatur froh, ja. So, wenn ihr jetzt viel zu oft viel zu wenig esst, dann habt ihr euch das ganze Jahr im Endeffekt kaputt gemacht. Dann habt ihr die harte Arbeit umsonst gemacht fast. Und so ist es nun mal. So, und deswegen, ja, ein bisschen Fett eben mit drauf und das ist ja auch vollkommen okay. 5 bis 10 Kilo Fett, die kann man ganz easy runterschmeißen, ja. Das ist kein Problem, die abzunehmen. Aber die Muskeln aufzubauen, das ist halt die richtige Arbeit und das Problem. So, was dann jetzt halt den Fettabbau angeht, das ist halt wieder eine ganz andere Sache. Wenn da Interesse besteht, werde ich darüber auch mal ein Video machen. Da ist auch jeder ein bisschen anders da. So, jetzt gerade über den Winter und bevor ich die 200 Kilo Bank drin geschafft habe, habe ich auch ganz leicht am Fett angesetzt, ja. Nicht sehr viel, weil ich neige halt nicht dazu, eben schnell dick zu werden und ich tue mir sowieso schwer, oft überhaupt die nötigen Kalorien reinzubekommen. Da habe ich halt auch nur einfach extrem in mich reingefressen, wenn ihr zum Beispiel das Shintai-Video gesehen habt. Und das hat halt einfach funktioniert, ja. Bewusst abgenommen und eine Diät gemacht habe ich eigentlich nie wirklich, weil mein Ziel war jetzt nie irgendwie extrem shred oder weiß ich auch nicht, was immer auch zu sein, ja. Ja, das war halt einfach, ich habe dann eher eine Zwangsdiät gemacht, ungewollt fast, weil ich es einfach nicht geschafft hatte und auch keinen Bock mehr hatte, die ganze Scheiße andauernd wieder in mich reinzufressen, ja. Und das ist halt auch genau das Ding. Kommt halt erstmal auf einen Level, wo ihr genug Muskulatur habt und dann werdet ihr merken, wie schnell euer Stoffwechsel einfach wird. Und wenn ihr danach auch euch anständig mit genügend Kohlenhydrate ernährt, wird euer Stoffwechsel sowieso immer schneller. Und mit genügend Muskulatur wird es euch einfach irgendwann auffallen, ihr müsst da gar nicht irgendwie krass was reduzieren, sondern ihr werdet einfach ganz leicht abnehmen und extrem viel eben auch verbrennen, ja. Und genau an dem Punkt rate ich halt immer den Leuten, erstmal hinzutrainieren. Klar, das dauert halt ein Weilchen, aber wenn, ihr wollt ja auch nicht einfach nur abnehmen und dann scheiße wie ein Lauch aussehen. Gerade als Anfänger habt ihr so ein Potenzial, Muskeln aufzubauen, verschwendet das Potenzial nicht, indem ihr einfach zu wenig esst, ja. Guckt, baut so viel Muskeln erstmal auf wie möglich. In circa, ja, in einem Jahr könnt ihr da wirklich extrem viel aufbauen und dann werdet ihr merken, dass auch das Abnehmen, wenn ihr ein bisschen Fett dazu bekommen habt, dass das kein Problem sein wird. Kommt natürlich auch auf den Körpertyp an. Leute wie ich, die haben halt eher Probleme, überhaupt genug zu essen. Die brauchen sich da nicht viel Gedanken zu machen über Abnehmen und Hunger, weil ich Hunger manchmal gern, weil die Fresserei, ja, geht einem irgendwann einfach mal auf den Sack auch. So, im Großen und Ganzen Fazit von dem Video soll jetzt sein, guckt, dass ihr einfach genug esst. Eben die Formel, 1 Gramm Fett, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und der Rest wird durch Kohlenhydrate reguliert.
Und den ganzen Supplement-Scheiß, vergesst den einfach erstmal. Klar, Eiweiß, Kreatin, so, damit könnt ihr halt euch ein bisschen das Leben einfacher machen. Und das war's dann auch, ja. Und dass ihr ungefähr kontrolliert 0,5 Kilogramm pro Woche zunimmt, als Fortgeschrittener eher 1 Kilogramm pro Monat und als sehr, sehr Fortgeschrittener wird der Muskelaufbau noch schwieriger. Aber gerade da muss man einfach eigentlich noch mehr Fett im Vergleich zu Muskeln aufbauen, weil man einfach immer gucken muss, dass man über seine Kalorien drüber frisst, weil man sich sonst einfach extrem, ja, seine ganze harte Arbeit kaputt macht, indem man einfach keine Muskeln aufbaut. Also gerade bei mir merke ich das, das Essen ist so extrem wichtig. Ich kann trainieren wie der letzte Ochs. Ich kann mich so kaputt machen, ich kann so hart trainieren, wenn ich nicht genug esse und darauf achte und in mich reinschaufel wie die letzte Drecksau, da passiert einfach nichts. Ja? Da werde ich eher noch schwächer. Und ich habe richtig hart trainiert. Das ist einfach extrem wichtig. Ja? So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, eben auch was meine Sichtweise da angeht und von meiner Perspektive aus, dann lasst es mich auch wissen. Ansonsten lasst mir einen Daumen da, supportet mich, wenn es euch gefällt. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, viel Spaß und Erfolg bei eurem Training und gerade bei der richtigen Ernährung. Macht's gut!